Gestern hat uns Ronald Pofalla zum zweiten Mal beehrt im Untersuchungsausschuss zur zweiten Stammstrecke im Bayerischen Landtag. Beim ersten Mal haben wir ihn wieder heimgeschickt wegen provokativen Verhaltens uns gegenüber. Gestern war das Ganze schon wesentlich atmosphärisch angenehmer im Umgang mit ihm. Und wir haben einige ganz interessante Informationen erhalten von ihm. Insbesondere sind wir der Frage nachgegangen, warum denn eigentlich 2019, als klar war, dass das Projekt der zweiten Stammstrecke, so wie es ursprünglich geplant war, komplett fehlerhaft designt war und komplett neu geplant werden muss, ausgeweitet werden muss, massiv wesentlich teurer werden wird, warum man damals keine neue Nutzen-Kosten-Untersuchung gemacht hat. Die hätte nämlich höchstwahrscheinlich gezeigt, dass das Projekt gar nicht mehr wirtschaftlich ist und eigentlich gar nicht gebaut werden darf vom Bund und Land. Wer dafür die Verantwortung trägt, das wird sich herausstellen, wenn wir in den nächsten Wochen die politischen Zeugen bei uns haben werden.